Kristallklares Wasser, bunte Stelzenhäuser auf dem Meer und immer Temperaturen um die 28 Grad. So leben die Kinder der sogenannten Bacau Laut, zu Deutsch Seenomaden, im Osten Malaysias. Aber auch sie gehen zur Schule. Doch das läuft ganz anders ab als bei uns. Wir reisen nach Borneo in den malaiischen Bundesstaat Sabah. Nahe der Insel Omadal leben rund 160 Bacau Laut Familien auf dem Wasser mit Dutzenden Kindern. Die Bacau Laut sind traditionell Fischer. Sie fangen die Fische mit Speeren oder den bloßen Händen. Deswegen gehören sie zu den besten Freitauchern der Welt. Sie können bis zu 13 Minuten die Luft anhalten und ohne Ausrüstung bis zu 60 Meter tief tauchen. Wir treffen die 14-jährige Charisma und ihre Familie. Es ist kurz nach 7 Uhr morgens. Die meisten Kinder nehmen einfach ein erfrischendes Bad im Meer. Badewannen oder Duschen gibt es hier nicht. Charisma will als Mädchen lieber nicht beim Baden gezeigt werden, da sie, wie rund 64% der Menschen in Malaysia, dem Islam angehört. Was uns auffällt, Charisma und ihre große Schwester benutzen eine Make-up-ähnliche Paste. Es wird oft von Frauen benutzt, um ihre Schönheit zu unterstreichen. Auch die Leute auf dem Dorf benutzen diese Paste. Sie lässt dich schön aussehen. Sie wird zum Abdecken und als Sonnenschutz benutzt, um zu verhindern, dass die Haut dunkel wird. Ich möchte hellere Haut haben. Die meisten Frauen benutzen Borak Puas, die aus gemahlenem Reis, Papayablättern und Kurkuma-Wurzeln besteht. Helle Haut gilt hier nämlich, wie in vielen Teilen Asiens, als Schönheitsideal. Die Familie hat keinen Strom. Zum Kochen gibt es einen Gasherd. Die Frauen haben zum Frühstück Kerupok Amplang vorbereitet, einen traditionellen herzhaften Fischkuchen. Bei den Seenomaden gibt es jeden Tag etwas mit Fisch. Bietet sich an, wenn man auf dem Wasser lebt. Gemüse kommt dagegen nur selten auf den Tisch. Es muss vom Festland angeliefert werden und ist daher sehr teuer. Ebenfalls vom Festland kommen Charismas ungewöhnliche Lieblingsspeise. Wenn ich aus der Schule komme, koche ich am liebsten Instant-Nudeln. Charisma bittet mich oft um Geld für Instant-Nudeln und Snacks, wenn sie aus der Schule kommt. Wenn sie sie gekauft hat, kocht sie sie selbst und isst allein. Aber am Morgen frühstücken wir alle zusammen. Charismas Tante Sabtu kommt immer zum Frühstück vorbei und bringt ihre Nichte dann zur Schule. Mama Anjung kann so auf die kleineren Geschwister aufpassen und Papa Endong muss raus zum Fischen. Die Eltern unterstützen Charismas Schulbesuch. Es ist meine Aufgabe, Charisma eine Ausbildung zu ermöglichen, damit sie schreiben kann und unser Leben leichter wird. Ich freue mich, wenn Charisma in die Schule geht, weil sie dort von den Lehrern unterstützt wird. Papa Endong muss jetzt auch los. Da es hier weit und breit nur Salzwasser gibt, sammelt Charismas Familie Regenwasser fürs Kochen, Trinken, Waschen und Geschirrspülen. Sie leben seit Generationen als Seenomaden. Jede Familie darf nur ein einziges Kind zur Schule schicken. Warum, erfahren wir später. In diesem Fall hatte Charisma das große Los gezogen, denn ihre ältere Schwester gründete schon mit 16 eine Familie. Wenn man wie ich ein Kind und einen Mann hat, für die man Verantwortung tragen muss, kann man nicht zur Schule gehen. Aber ich habe mir geschworen, das zu tun, wenn mein Kind älter ist. Die Iskul, auf Deutsch Schule, gibt es erst seit 2015. Einen Schulranzen muss Charisma nicht mitnehmen. Bücher und Hefte gibt es in der Klasse. Charisma wird von Tante Sabtu mit dem Familienboot zur Schule gebracht. Allein darf sie sich das nämlich noch nicht ausleihen. Der Weg führt an den Häusern der Wassersiedlung vorbei, bis zur knapp 2 Kilometer entfernten Schule in Ufernähe. Nach knapp 10 Minuten ist Charisma dann auch schon angekommen. Genau wie die Wohnhäuser der Seenomaden ist auch dieses Gebäude ein einfaches Holzhaus auf Stelzen im Wasser. Bei Ebbe bauen und reparieren die Männer der Bacau die besonderen Behausungen und stabilisieren sie im Boden. Der Unterricht beginnt mit ein bisschen Frühsport am Morgen.
Stühle gibt es nicht. Jeder muss sich morgens einen Klapptisch holen und dann geht es auch schon mit dem Unterricht los. Die meisten Seenomaden sind bis heute Analphabeten. Dokumente wie Perso oder Reisepass haben sie nicht. Das heißt, auch wenn Charisma und ihre Familie innerhalb der malaiischen Grenzen leben, sind sie staatenlos, da ihnen offizielle Dokumente fehlen. Ohne Papiere haben die Bajau Laut auch keine Grundrechte, wie wir sie kennen. Also auch kein Recht auf Bildung. Ich weiß, wie alt ich bin, aber nicht mein Geburtsdatum. Deshalb feiere ich meinen Geburtstag auch nicht. Die Bajau Laut feiern keine Geburtstage. Charisma ist ungefähr 14 Jahre alt und darf seit anderthalb Jahren die E-School besuchen. Die Idee, hier auf dem Wasser eine Schule zu gründen, hatte Chaui Chia. Während einer Reise besuchte die Malaysierin 2015 die Insel. Als sie erfuhr, dass es hier keine Schule gab, handelte sie sofort. Noch im selben Jahr gründete sie zusammen mit der Gemeinde die E-School Summer di Laut Omadal. Damals gab es hier gerade mal eine Handvoll Schüler. Heute gehen hier 34 Kinder zur Schule. Einzelne Klassen gibt es aber nicht. Die Schüler im Alter von 6 bis 15 Jahren werden hier gemeinsam in 4 Hauptfächern unterrichtet. Lesen, Schreiben, Rechnen und Kunst. Im vergangenen Jahr hat die E-School sogar einen Award und 24.000 Euro für das Bildungsprojekt erhalten. 12 Uhr, Zeit für eine Pause. In der E-School bekommen die Kids an den 5 Schultagen ein kostenloses Mittagessen. Genau wie die meisten Unterrichtsmaterialien und Spielzeuge wird es durch Spendengelder finanziert. Ich hatte heute Hühnchen, Reis, Gemüse, Eier, Weintrauben und Trinkwasser. Wenn ich später mal einen Ehemann habe, wird meine Schwiegermutter mich darum bitten zu kochen. Charisma träumt allerdings von einem anderen Leben. Sie will einen Job haben, unabhängig sein und reisen. Nach der Pause steht Bahasa Malaysia auf dem Lehrplan, die Landessprache Malaysias. Auch für Charisma eine Fremdsprache. Denn die Seenomaden haben ihren eigenen Dialekt. Der Sprachunterricht ist Charismas Lieblingsfach. Auch weil sie weiß, wie wichtig das später für sie werden kann. Malaiisch ist wichtig für mich. Denn wenn ich mal Omadal verlassen will und auf eine andere Insel gehe, muss ich Malaiisch sprechen. Schulleiter Jeffrey kommt vom malaysischen Festland und ist seit 2020 an der E-School. Anfangs waren die Seenomaden skeptisch, was die Schule anging. Sie sind schließlich selbst nie zum Unterricht gegangen. Jeffrey und seine Kollegen mussten die Eltern regelrecht überreden. Das hat sich mittlerweile geändert. Sie sehen langsam, dass die Kinder ihrer Freunde, Nachbarn oder ihr eigenes Kind sich positiv entwickeln, gute Manieren zu Hause mit ihren Geschwistern haben. Sie erkennen die Auswirkungen der Schulbildung, sodass sie jetzt bereit sind, ihre Kinder zum Unterricht zu schicken. Bill Quinn ist ein sogenannter Mastal Ariki, was bei den Seenomaden kleiner Lehrer bedeutet. Er hat nie studiert, war aber selber einer der ersten Schüler der E-School. Heute darf er als Nachwuchslehrer sein erlerntes Wissen weitergeben. Nicht nur die Kinder erhalten Wissen, sondern auch ich. Das ist großartig. Ich bin sehr glücklich darüber, dass ich unterrichten darf, aber auch das Gefühl habe, dass ich selbst immer noch etwas lerne. Auch Charisma und ihre Freundin wollen später am liebsten an der E-School arbeiten. Ihr großes Vorbild ist ihre Lehrerin Frau Ayu. Wenn Panay da und ich auch Lehrerinnen sind, können wir sie unterstützen. Neben dem Unterricht steht auch Spielen auf dem Lehrplan. Denn Spielzeug, wie wir es kennen, gibt es bei den Seenomaden normalerweise nicht, verrät uns die 14-Jährige. Mein Spielzeug zu Hause sind Muscheln und Sand. Aber ich mag Lego, weil ich Häuser bauen kann und auch Figuren habe. Während die Schulkinder drinnen spielen, filmen die Lehrer gerade im schuleigenen Minigarten auf dem Wasser ein neues YouTube-Video.
Werbung für die Schule, erklären sie uns, um weitere Spender zu finden. Denn aktuell können sie hier nur ein Kind pro Seenomadenfamilie annehmen, da es an Platz mangelt. Kurz vor Schulschluss sind Charisma und ihre Schulkameraden dafür verantwortlich, ihren Klassenraum zu putzen. Denn neben allgemeinen Fächern ist Selbstständigkeit hier auch ein Schwerpunkt der Erziehung. Da es bei dem Bacau Laut an medizinischer Versorgung mangelt, ist die Schule mit Erste-Hilfe-Sachen ausgestattet und verteilt Hygieneartikel an die Familien. Das Highlight heute: neue Zahnbürsten für alle. 8 Jahre nach Eröffnung ist die Schule auf Stelzen ein voller Erfolg. Die meisten von ihnen konnten weder lesen noch schreiben. Jetzt können etwa 60 bis 70% unserer Schüler schreiben und lesen. Das ist schon was. Das ist ein Gefühl, das man durch nichts anderes erreichen oder kaufen kann. Auch wenn mein Leben nicht einfach ist, werde ich immer denken, selbst wenn ich in diesem Moment sterbe, habe ich das Gefühl, etwas in dieser Welt erreicht zu haben. Um 17 Uhr ist Unterrichtsschluss und Tante Sabtu kommt wieder mit dem kleinen Boot vorbei, um Charisma abzuholen. Alle ihre Freunde leben hier auf dem Wasser, erzählt uns die 14-Jährige. Zum Treffen ist es aber jetzt schon zu spät. Von der Schule aus geht's direkt nach Hause.